noch. Zeig mir. Den dazugehörigen Jungtieren. Nur, dass im Vergleich zum Schimpansen die Gorillagruppen in der freien Natur bei Weiben nicht so groß sind wie die Schimpansengruppen. So eine Gorillagruppe ist meist ein Männchen, was 5 bis 8 Weibchen um sich schaut. Und eine Schimpansengruppe kann in der freien Natur schon mal bis 100 Tiere stark sein. Unsere Gorillas leben hier auf ca. 3000 Quadratmetern Außenanlage und ca. 250 Quadratmetern Innenanlage. Auch diese Anlagen hier sind umgeben von Fels- und Wassercremen. Und auch die Gorillas sind wie alle anderen Menschenaffenarten nicht Schwimmer. In den tropischen Sekundärwäldern Zentralafrikas, wo die Tiere beheimatet sind, sind sie leider sehr stark vom Aussterben bedroht und deshalb sind sie genau wie die Schimpansen im europäischen Erhaltungszuchtprogramm, welches die Zusammenstellung einzelner Zuchtpaare bzw. Zuchtgruppen koordiniert, um eine hohe genetische Vielfalt zu erhalten. So, da mein Kollege jetzt auch hier das Futter ausgegangen ist, möchte ich meine Ausführungen hier auch beenden. Darf nur darauf hinweisen, dass in wenigen Minuten mein lieber Kollege Robert auf der anderen Seite des Hauses noch den Orang-Utan kommentieren wird. Der würde sich natürlich freuen, Sie dort nochmal begrüßen zu können. Wir auf dieser Seite vom Pongoland möchten uns von Ihnen verabschieden, bedanken uns für Ihr Interesse, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Zuaufenthalt und sagen Tschüss. Auf Sumatra vor, wir haben hier 10 Tiere, 3 Männchen, der jüngste ist der 2-jährige Bartan und der älteste ist der Bimbo und 7 Mädchen und da ganz oben ist unser gelbwangen Schopfgeborn, die Mimi. Unsere Orang-Utan sind die größten Säugetiere, die in den Bäumen leben, die sind anatomisch da auch perfekt.